Hallo und willkommen zurück bei The Forest. Hallo Leute. Ja, natürlich wieder mit dabei, wisst ihr ja, Lisa. Wir haben in der letzten Episode hier ein paar Fallen gebaut und dieses Gazebo und ein offenes Tor, was ich jetzt nicht ganz kapieren kann. So, und eigentlich müssten wir noch Sticks sammeln. Und eigentlich wollten wir auch in eine Höhle. Also Lisa will eine Höhle. Ich möchte in eine Höhle. So, das gleiche mit der. Ja, weil das... Ne? Ja klar, hat am Vogel nicht getroffen. So, na dann, Lisa, los. Hast du was zu essen mit? Wollen wir in die Höhle gehen? Ja. Okay. Warte. Wie kann man denn... Ach, mit Kuh. Ich muss aber vorher noch was essen. Ich wollte meinen Beutel wieder ablegen. Bärchen essen hilft immer. Okay. So, welche Höhle wollen wir denn ansteuern überhaupt? Also hier ist ja wir eine. Wir müssen zu auf der Grünen, ja. Gelb. Okay. In der Grünen, da haben wir noch eine Ecke, in der wir noch nicht waren. Scheiße. Willst du da gerade einen Salamander killen oder so? Nö, ein Karnickel. Ach so. Na dann auf zu Grün. Ja, ich habe genug Snacks mit. Und überhaupt. Wir lassen mal auf dem Weg noch ein paar Sticks mitnehmen, ne? Ja. Wie viel habe ich denn jetzt schon wieder? Ein Stick. Jetzt habe ich 6 Sticks. Wie kann man diesen blöden Stickholder bauen? Mit 2 Hasenfällen. Und dann? 2 Ropes, dankeschön. Oder ein Rope. Okay. Also Cloth und so, ne? Was steht aber auch dabei? Ich bin auf dem Weg zur Höhle. Ach, die Grüne! Ja. Ja, hier gibt's noch eine andere Grüne. Ja. Die grünen Fähnchen sind die, die Höhleneingänge markieren. Hm. Warte bitte kurz, ich bin auf dem Weg. Ja, ich gehe noch in die Runde. Ich sammle hier gerade noch Stöcke und Steine. Muss ich erstmal hier hochkommen, ey. Hier ist ein Bekloppter. Soll ich nochmal runterkommen? Der folgt mir, glaube ich. Ein Stalker! Wird es gerade wieder dunkel? Nee, es wird gerade erst hell, oder? Ich habe keine Ahnung. Ach, jetzt weiß ich warum. Ich bin bei deren Dorf. Und beim Dorf von dem Bescheuerten ist auch, das sind viele Blueberries. Ah, es wird schon wieder dunkel, oder? Oder sind das Wolken? Hallo! So, wo geht's denn hier zur Höhle? Na, hier, wo der grüne Stickholder ist. Ach, hier. Ja, moin. Der Marker. Stickholder. Na dann. Feuerzeug. Da ist ja jetzt wieder der Schlitz, ne? Wahrscheinlich, ja. Hm? Die Höhle ist das. Das ist aber nicht die Höhle, in der wir waren. Ist es nie? Na, wenn hier 2 Kloppis unten sind. Nee, du hast recht. Okay, dann gehen wir wieder hoch. Gut, gehen wir wieder hoch. Welche Höhle war denn das dann? Na, das war die, wo du gesagt hast, du hast da was gefunden. Da sind wir ja letztens hingelaufen. Ich dachte, ich war mir sehr sicher, dass es die hier oben war. Dann weißt du, wo die ist. Ich weiß nicht, wie die ist. Ja, ja. Also wir haben da auch ein... Es ist tatsächlich dunkel draußen. Das gibt's ja gar nicht. Da war es gerade stockfinster, weil dieser Trottel das Feuerzeug ausgemacht hat. Bist du schon oben? Ja, jetzt. Okay. Dann können wir ja erst nochmal schlafen. Ja. Ist aber schön, dass du einfach vorrennst, ne? Nein, ich habe hier unten extra gewartet, kurz. Bis du gesagt hast, du bist draußen. Lisa, ich kann hier weiter rennen. Okay. Ah, hier ist ja unsere Hütte. Ja. Unser Vor. Du hast ja da oben Lampen hingesetzt. Na, dann baue ich die mal. Ja, da fehlen noch Sticks. Oh, wir sind gerade 2 Sticks runtergeflogen gekommen. Hast du es gesehen? Nö.
Hallo, oh, Alter. Nervig. Hoch, hoch. Gucken wir uns das mal kurz an, wie das hier aussieht. Sieht wenn fantastisch hier aus. Leuchtet ist. Oh, das haben wir aber schön gemacht, ne? Mhm. Und da hinten kommt einer mit der Taschenlampe am, ach, tatsächlich. Am Kopf. Noch Brandpfeile? Ich hab welche. Komm, renn in so eine Falle, du Lappen. Huch. Moin, Kloppi. Irgendwas macht sie, wir sehen es nicht. Aber es, wir hören es. Ja. Ich hab mir gerade neue. Das ist der 3 Rucksack, den du hast. Oh, cool. Ich hab mir gerade neue Brandpfeile gemacht. Wo ist denn jetzt? Da unten, er ist unter uns, er ist genau unter uns. Toll, wie soll man den so treffen? Oh, entschuldige bitte. Alles gut. Ach, der funzelt hier in unser Haus rein. Was? Hallo. Das ist doch mehr als einer. Ja, es sind mittlerweile sind es 2. Warte mal kurz. Kommt mal her, Leute. Oh, ich habe einen erwischt. Hast du das? Ja. Lisa tötet wieder durch den Zaun. Ja. Ich suche mal kurz, ob ich noch ein paar Sticks finde. Ich habe nicht gerade ein paar verbraucht. Erwischt sie jetzt nicht mehr. Ach doch. Ja! Fick dich. Ey, das darfst du doch nicht sagen. So nicht. Das ist ein böses Wort. Ah, ich werde jetzt meine Axt. Ach scheiße, ich habe kein. Ja, ah, ich habe kein Alkohol mehr. Ich auch nicht. Ich gehe da jetzt raus. Das dauert mir zu lange. Ich sammle noch ein paar Sticks, wenn ich welche finde. Da finde ich nur Steine. Einmal Stick und sonst nur Steine. Ah. Wenn du Hilfe brauchst, sagst du Bescheid. Mhm. Die hat eine Glatze. Okay. Das ist Shin oder Connor. You're cold and wet. Das war mein Freund. Ich bin kurz mit dem Füßen ins Wasser gegangen. Bin. Du bist ja nicht mehr ganz sichtbar, bist du. Oh, hier ist einer von uns dann mit unserer Fallwaffe erschlagen worden. Jetzt. Was sind die andere? Hier. Lalalalala. La, 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 la. Der hat mir ein bisschen von meiner Rüstung weggeknallt, der Assi. Das tut mir leid. Das ist nicht so schlimm. Ich krieg Erzknochen. Ah, das stimmt. Wir müssen erstmal das Feuer unten wieder anmachen. Ja, mach ich grad. Knusprig! Oben liegt noch einer. Ach so. Ja, einer ist von der Falle erschlagen worden. Den habe ich mitgenommen. Ja, und dann liegt noch einer da. Ach so. Ich stelle mal die Falle wieder auf. Danke. Ich brauche mehr Sticks. 4 Sticks sind echt ein bisschen wenig, ne? Mist. In der einen Falle hier fehlt nur noch ein Stick, dann wäre die fertig. Warte. Danke. Bitte. Die Viecher mit der Lampe, ne? Nein, sie ist total bescheuert, als wir die ihre Lampe da auf dem Rücken haben. So, ein paar mehr Sticks. Oh ne, das ist ein Eichhorn. Das will ich nicht töten. Ein Eichhorn? Ja, bei mir ist einer. Ich komme mit dir zur Hilfe. Oh, oh Alter. Der ist ja übelst. Ich muss einen gekriegt. Er ist tot. Er ist in die Falle gelaufen. Wo sind die jetzt hin, Alter? Die ist hier. Ach hier.
Und er ist in die Falle gelaufen. Alter, Alter. Das Spiel ist gerade mega laggy gewesen. Nimm das und dieses und jenes. Mist, ich hab keinen Stock mehr. Ich war gerade mega laggy, Mann. Ja, bei mir ging's eigentlich. Ja. Das hat, ich bin erst gar nicht gerannt, auf einmal rannte er Kilometer gefühlt, so flupp. Okay. Mega anstrengend. So doof. Muss mal einen Stick finden, damit ich die Falle wieder aufstellen kann. Die ist sehr nützlich. Alles gut, wir sollten noch eine bauen. Ja, weil sie direkt erschlägt, die kleinen Spaß. Ja. Vor allen Dingen erschlägt sie auch. Bauen können. Die erschlägt es ja auch dann, wenn die eigentlich schon von der Falle weggelaufen sind. Aber wenn sie die ausgelöst haben, sind sie trotzdem tot. Das ist sehr praktisch. So. Lalalalalalalala. Ich hack hier hinten nochmal kurz Sticks kaputt. Ja. Und dann sollten wir mal pennen, weil es ist echt stockfinster. Ja. Oh. So, jetzt kann ich das eine hier noch, also eine dieser Stockfallen hier an unserer Mauer ist jetzt fertig noch, die letzte. Mhm, okay. Tor ist wieder zu. Ah, warte mal, Kaninchen, komm, ja. Ja, wir haben Kaninchen in die Falle gelockt, sehr gut. Ja. So, das kann der jetzt hier rein. Mehret euch, Kaninchen. Hier ist ein Stick. Dann stelle ich die Kanickelfalle mal wieder auf. Ja. Ah, wie lange der jetzt braucht, um die Falle wieder aufzustellen, ist ja krass. Aber ein Frosch. So, ich würde jetzt pennen gehen. Ich gehe auch in mein Häuslein rein. So. Voila. So, Z. Oh, Leute, hier machst du was mit. So, was essen, was trinken. Hast du die ganzen Sticks? Ach nee, hier liegen noch ein paar Knochen. Oh, bist doch so dämlich, du Typ, ey. Du solltest doch gar nicht ins Feuer rennen. Hat er aber gemacht. Wo ist eigentlich mein Topf da? Kann ich die Funzel ausmachen? Die Sonne kommt. So, dann machen wir uns was zu trinken. Also ich habe hier schon verdorbenes Fleisch, ne? Das Problem ist, also hier ist wirklich was verdorben. Okay. Ich droppe das. Aber du kannst hier von dem getroffenen, so ein Stück kannst du mitnehmen. Okay. Cool, dann nimm mit. Warte, ich muss erstmal hier schnell mein Wasser aufsetzen. Ich kann da Fleisch kochen. Das ist ja krass. Aber so ein Water-Dings haben wir noch nicht. Nee, da brauchst du zweimal Rehfell dafür. Und dann? Und dann brauchst du, glaube ich, ein Rope. Und mehr weiß ich nicht. Also ich habe jetzt Rehfell, Rope... Cloth. Hast du zweimal Rehfell? Ja. Das müsste dir eigentlich, glaube ich, dran schreiben, was du noch brauchst. Ach so. Nee, also was zu trinken krieg ich hier nicht hin. Ich habe leider kein Rehfell, deswegen kann ich nicht gucken. Ah, jetzt habe ich was. Waterskin. Seil. Ah. So. Och, nein, du sollst es nicht wegwerfen. Jetzt bin ich auch gedürstet. Ah, warte mal, da kann ich doch jetzt theoretisch...
Wasser kochen und das dann in meinen Waterskin reintun, oder? Ich glaube, du kannst aus der Schildkröte das machen. Da ist ja nichts drin. Ja, ich weiß. Aber ja, das müsste auch gehen, was du vorhast. Theoretisch. Hallo, Häschen. Was? Achso, du meinst gar nicht mich. Nein. Ausnahmsweise mal nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn sie mal wieder mit mir redet. Wir sind in einer sehr glücklichen Beziehung. Lasst euch nicht beirren, Leute. Lügen! Fake News! Wir wollen übrigens demnächst mal versuchen, ins Sinkhole zu kommen. Und ich würde gerne durch Höhlen gehen. Und Simon überlegt, ob wir uns reinbauen sollten. Ihr könnt ja gerne mal Bescheid sagen, was ihr lieber sehen möchtet. Wenn wir uns durch Höhlen quälen und von irgendwelchen Viechern bedroht werden. Oder wenn wir uns reinbauen. Was theoretisch 80 Folgen lang dauern könnte, weil dieses Sinkhole echt tief ist. Ich gehe mal kurz oben bei den Koffern gucken, ob da Alkohol drin ist. Oh, ich habe Wasser in meiner Waterskin. Das hat sogar funktioniert. Ach, cool. Warte mal, wo bist denn du jetzt? Ich gehe hier beim Wasserfall. Wir müssen auch weniger rennen, weißt du das? Naja. Aber da ist man so langsam. Mal Aloe finden und auf einen neuen... Warte mal, hier ist gerade so laut. Ja, irgendwie findet man das voll selten. Ich weiß auch nicht. Ich gucke immer schon ein bisschen nach diesem, nach dem Aloe, aber pff, ist irgendwie immer weg. Wie weg. Alter, hier ist gerade ein Hase durch die Koffer gerannt und hat die einfach mal mitgeschoben. Es ist viel Rope drin. Kann ich meinen Spear... Achso, warte mal, wenn ich den hier reinlege... Also ich habe keinen Alkohol gefunden, bei mir war nur Clav drin. Ich sage immer Rope, ich verwechsel das immer. Rope ist falsch, Leute, es ist Clav. Man kann seinen Speer vergiften. Ja, mit Pilzen oder Bären, ne? Irgendwie so. Alter. Ja, Bären. Die Hasen hier oder die Lizards durch die Koffer rennen, dann bewegen sich die Koffer erstmal einen Meter weg. Hey, Mann. Ja? Ich habe gerade einen Lizard getötet. Also ich habe jetzt 10. Ja. So, wo ist denn jetzt die Höhle, Lisa? Ja, warte. Muss mir kurz, wo ist denn. Aber Alkohol gibt's hier keinen. Da müssen wir wieder an den Strand runter. Wir waren übrigens noch gar nicht am Strand. Ich will noch an das Boot. Lisa, das müssen wir auch noch machen. Wollen wir das jetzt machen oder wollen wir in der Höhle? Ne, wir können noch. In der Höhle waren wir ja schon, dann können wir erstmal zum Boot gehen. Ich bin übrigens. Ich habe mir gerade den Erfolg freigeschaltet, Pazifist. Ich weiß aber nicht, was ich gemacht habe. Ich habe mir gerade eine Stealth-Rüstung gebaut. Wo bist denn du, Hase? Ach, da hinten. Achso, damit man dich nicht sieht. Also hier ist es immer falsch. Ich glaube, wir müssen nach rechts lang. Da hinten ist mehr. Da hinten ist mehr. Oh, ein Schock. Komm, wir gehen mal hier lang. Bin auf dem Weg. Lizard! Fupp, war er weg. Er ist schon weggerannt. Der ist ganz weit oben. Kackvieh. Ich glaube, wir müssen hier rechts runter, dem... Ne, da hinten entlang. Gucken. Komm mal hier lang. Ja, genau, rum, komm mit. Lizards! Also daneben. Das heißt, wir müssen auch mal giftige Bären mitnehmen, damit wir unseren Speer upgraden können, weil wir diese Pissfressen direkt vergibt. Was? Die Pissfressen direkt. Hallo? Achso. Direkt vergiften können. Was ist, Alter? Leckst du? Nee, der rennt hier die ganze Zeit durch Gebüsch und macht. Achso, ja. Hallo. Uff. Uff. Kaninchen. Oh, du hast es erwischt. Krass. Sind hier Fische? Das sind meine PUBG-Skills. Du meinst die PUBG-Skills mit dem Speer, die du dir im Spiel aufbaust, oder? Ja, Kanickel. Oh, Mist. Ich hab's nicht erwischt. Habe ich gesehen, du hast nur verjagt. Oh, Bären. Oder? Nee, ich glaube, das sind nur Blümchen. Ich bin auch gerade. Habe auch gerade gedacht, Oh, Pilze. Sind die giftig? Nein, die waren nicht giftig. Erstmal essen. So geil. Oh, Pilze. Naja, ich muss ja austesten, welche giftig sind. Okay. Lizard! Scheiße. Ey. Weil das Spiel wieder geleckt hat, Mann, ey. Kotzt mich an.
Können diese fucking Legs mal rausmachen. Ja, das ist ein bisschen anstrengend, das stimmt. Ich habe auch immer FPS-Drops. Das ist ein wenig anstrengend. Es sind keine FPS-Lag. Es ist ein richtiger Lag. Echt, nee, bei mir sind es FPS-Drops.